wir lassen euch natürlich nicht alleine. Also, weil wir haben ja was vergessen. Und wenn ihr uns jetzt nicht zurückgeholt, dann hätten wir euch das gar nicht vorstellen können. Das wäre so schade. Denn nächsten Sonntag ist der Tag der Tage, da bringen wir seit 2020. Merkt ihr, ne? Seit 2020 das erste neue Lied wieder raus, nach dieser beschissenen Corona-Zeit. Und wir haben uns gesagt, okay, ich habe diesen Song geschrieben auf einem Geburtstag. Und das war wirklich schwierig, weil dieser Geburtstag war heftig. Und wir haben gestern in Brandenburg gespielt, gestern Abend, also im Osten von Deutschland. Und das war sehr spannend, weil die haben auch eine relativ heiße Blueskultur. Das muss man einfach sagen, tolle Bands und eine ganz große Geschichte. Und da kommt so ein Song eigentlich so gar nicht hin. Aber wer von euch war denn früher in der Diskothek? Ihr habt alle abgezappelt, oder? Alle habt ihr abgezappelt. Jeder zu seinem Song. Und da gab es immer dieses eine Mädchen, die auf der Tanzfläche, hier, guck, du hast sie auch gesehen. Ich weiß das. Damals. Ich in meiner und deiner Disco. Es gab immer diese eine heiße Braut, an die man nie rangekommen ist. Weil wir natürlich am Tresen standen, schön Bier, waren zu cool für diese Welt und sagten, oh, ist sie geil. Und dann sind wir mit dem Auto, fünf Leute ab in den Kadett, pap, 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 zu diesem, und hey, heute geht's los, heute schnapp ich sie mir, heute schnapp ich sie mir, aber am Arsch. Deswegen ist das jetzt eine traurige Ballade. Ab Sonntag in jedem Stream, Amazon, bla bla bla. Ab Oktober dann auch auf Hardware, also Vinyl, CD etc. Aber wir müssen so lange warten, weil wir müssen das ja noch finanzieren. Es gibt ein Crowdfunding. Ihr dürft gerne auf unsere Website gehen und da gibt es ganz viel zu gucken und zu shoppen und uns zu unterstützen mit Tassen, Kaffee und hast du nicht gesehen. So, schöne Sachen, die uns dabei helfen, unser Album zu finanzieren. Ihr könnt ja am Sonntag mal erstmal reinhören, was da kommt, oder hört jetzt zu. Das ist die traurigste Ballade, die ich jemandem geschrieben habe. Sehr traurig. We'll be right back.
I'm looking to you. As you will say, you will say to me, thank you.